Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus. Mein Name ist Dennis Gürtler. Heute ist Mittwoch, der 9.09.2015. Und wir haben 15.26 Uhr ganz genau. Wir blicken auf einen durchaus bullischen DAX. Der startet heute extrem positiv. In einer Minute geht es hier knapp 160 Punkte nach oben. Woran liegt das nun? Blicken wir auf den Dow Jones. Der hat mit dem Bruch des Vortageshochs, das war hier heute Nacht um 4 Uhr, 4, 5 Uhr, als es über 16.500 Punkte ging, ein bullisches Signal erzeugt und konnte dann mit dem Bruch über dieses letzte Hoch auch hier bis zum Vorwochenhoch laufen. In China gab es die Meldung aus dem Finanzministerium, dass man hier eine, dass man die Reform der, des Steuersystems schneller vorantreiben möchte. Und letztendlich auch, es gab konkretere Pläne zum Investitionsplan der Regierung. Über 20 Milliarden US-Dollar will sich in die Wirtschaft investieren. Das war zum einen positiv, aber auch Japan überraschte mit 5% im Anstieg und der Dow Jones und die asiatischen Indizes konnten heute durchaus bullisch performen. Jetzt sind wir am Vorwochen hoch angekommen. Dieser, dieser bullische Durchschuss in der Nacht spiegelte sich natürlich im DAX wieder, der hier dann das alles in einer oder in wenigen Minuten aufholte. Das sieht man hier relativ deutlich. Also innerhalb der Handelsminute der Eröffnung ging es hier sogar 180 Punkte. Oder war, gucken wir es nochmal? Wir müssen da ganz genau sein. 180 waren es nicht, 150. Das heißt, in den ersten vier Minuten waren es dann 184 Punkte. Also diese Erholung, die der Dow Jones zeigte, hat der Dax hier eben nachgeholt, damit einen wichtigen Widerstandsbereich ausgehebelt. Und jetzt ist es eben so, dass wir diese lange Seitwärtsphase, die wir hier hatten, erstmal nach oben hin gebrochen haben. Allerdings ist der SP 500 hier nicht durch das Vorwochen hochgekommen, genauso wie der Dow Jones. Bedeutet, erst wenn der Dow Jones hier wieder erneut durchbrechen kann, wenn es über die 16.720er-Marke geht, haben wir Platz bis... 16.980 Punkte. Das bedeutet auch jetzt, dass der Dax hier durchaus noch ein wenig konsolidieren kann. Und diese Konsolidierung ist natürlich. Da ist natürlich dann die Frage, wohin kann der Dax konsolidieren? Bis wohin sollte er korrigieren? Also ideale Korrekturszenarien. Da gibt es maßgeblich drei Stück. Das wäre ideal, dass wir hier hier und hier unterm 76er. Der DAX ist jetzt erstmal so lange long, solange er nicht unter 10.250 Punkte geht. Das ist für uns hier diese Referenzmarke. Unter 10.250 Punkten ist der Markt Short bzw. angeknackst. Wenn er konsolidiert, wären hier gerade die 10.380, die 10.360 und die 10.330 im Fokus könnte man hier gedrittelt reingehen. Das wäre die erste Option. Darf wie gesagt, nicht unter die 10.250. Alternativ, was man jetzt hier eben auch noch begutachten kann, ist, wenn er diese letzten Hochs hier bricht mit einem Guten Marktmuster, also eng gestoppt, wenn es über die 10.500 geht. Denn über der 10.500er Marke ist dann wiederum Platz bis 10,7, locker bis 10,7. Das heißt, der DAX ist momentan weiterhin long zu sehen, aber er hat jetzt Korrekturpotenzial nach unten bis auf die 10,350. Der Dow Jones wäre interessant, long zu traden. Wir können auch diesen Chart nehmen, ist egal, welchen wir nehmen. Stellt beides ähnlich, das Ähnliche dar. Wenn es über die 16.720 geht, wäre eine Kaufposition dann zu stoppen unter diesen letzten Tiefs, unter der 16.614er-Marke, wenn, wenn er das macht, wenn er so hier ausbricht, Punkt 1. Alternativ kann man auch nochmal schauen, wenn der Dow jetzt nochmal zurückziehen sollte aufs Vortageshoch, 16.500 oder 16.400 Punkte, diese drei Optionen. Ähm, von daher ist es ähm, relativ eindeutig, ich werde hier nicht in den Markt gehen. Wenn er ausbricht, Long mit dem vorgestellten Stop-Loss oder eben dann hier diese zwei Long-Optionen erst im unteren Bereich. SP500 in einer ähnlichen Verfassung kommt hier an das Vorwochenhoch, Vorwocheneröffnung. Ähm, da wäre, wenn überhaupt, hier unten habe ich es schon eingezeichnet, eine Long-Option relevant bei 1966 Punkten mit einem Stop-Loss von 1940. Das heißt, wir haben dann letztendlich hier so knappe 28 Punkte Risiko. Kann man natürlich noch enger stoppen auf dem M5-Chart, also in einer kleineren Trendstufe. Aber ähm, das ist so meine frühestmögliche Chance, wo ich attackieren würde. Ähm, potenzieller Short bereits schon ab 1957. Kursziel wäre dann das Vorwochentief. Und falls er hier über die 1996er-Marke geht, wäre zumindest Platz bis 2016 und 2035 Punkten. Das zum Thema. Dow Jones, SP und äh, DAX. Und gerade der DAX hier in dem Fall zeigt sich weiterhin bullish. Zur Erinnerung, wir haben jetzt einen Ausbruch gesehen, daher keine Short-Position. Das ist ganz, ganz wichtig in der, an, in, an dieser Position. Und dann werden wir schauen. Übergeordnet hat der DAX durchaus noch ein bisschen Platz. Können wir nochmal drüber sprechen. Das ist zum Beispiel hier auf dem Tageschart, sieht man das deutlich, dass er letztendlich vorrangig erstmal bis zu diesem letzten Tiefplatz hat. Aber. Da kommen dann natürlich auch noch etwas weitere Widerstände, vorrangig dann auch durch die gleitenden Durchschnitte hier. Das bedeutet, damit haben wir eigentlich eine relativ gute Basis gelegt, dass man zumindest noch mal erwarten kann, dass der DAX zumindest bis 10.640 läuft. So, und Short-Position hatten wir ja gesagt, das ist erst relevant, wenn es hier tatsächlich unter die 10.250er Marke geht. Dann ist der Markt für mich zumindest fragil bzw. angeknackst. Vom übergeordneten Verlauf her also bleibt der DAX über 10.250, besteht die Chance, dass er auf 10.640 oder sogar 10.820 läuft. Bei 10.820 muss die Situation neu begutachtet werden, denn da kann ein Kippen des Marktes jederzeit noch eintreten und der DAX könnte dann beispielsweise in so einen klassischen Verlauf hineinlaufen, den wir hier dann skizziert bekommen. Das nur zum Thema. DAX, was mich persönlich auch nochmal interessiert, das sind natürlich nochmal hier Fresenius. Da ähm, bin ich aus meiner Sicht äh, hier Short eingestellt. Äh, wir hatten den Short vorgeschlagen, ähm, aus meiner Sicht äh, qualitativ äh, akzeptabel. Ähm, das einzige, was natürlich äh, gegen den Short spricht, ist hier die starke Umkehr an der Wochen-EMA 50. Und das könnte dazu führen, also geplant war der Short, wenn wir hier oben an diese Widerstände laufen. Da ist noch ein bisschen Platz. Aber man sollte ihn doch dann durchaus eng stoppen. Bedeutet, viel Platz würde ich da nicht geben. Denn ähm, sollte das tatsächlich hier weiter nach oben gehen, will ich da nicht großartig was verlieren. Im Gegenteil, dann könnte man fast sogar schon ab 74 kaufen. Also, das ist eine spekulative Short-Position, die man hier aktuell gegen das Marktmomentum aufrechterhält. Dann haben wir auch noch ähm, Conti. Äh, sieht für mich weiterhin Short aus, würde auch da noch die Short-Position momentan noch bevorzugen. Zumindest solange er hier. Unter dem 76er Retracement der letzten Bewegung bleibt, kann hingegen die Conti-Aktie über 205 Euro ansteigen, ist der Markt long. Aber zumindest unter der 205er Marke ist es ähm, hier noch nicht ganz klar, dass die Marke tatsächlich auch dann bullisch gebrochen wird. Weil wir haben jetzt mehr oder weniger Ausbruch gegen Ausbruch oder beziehungsweise Pullback gegen Pullback. Einmal hatten wir den Ausbruch hier. Der dann hier unten angetestet wurde aus der deutlich höheren Wochenzeiteinheit. Wir hatten aber auch gleichzeitig den Ausbruch hier oben. Das sieht man eigentlich deutlich hier, der äh, zum Widerstand wurde. Und äh, natürlich ist letztendlich hier auch eine Seitwärtsphase denkbar, dass der Markt hier erstmal im Prinzip hin und her pendelt, weil dieses Widerstandslevel bei 204 ist nicht ganz ohne. Das nur dazu. Ja, die Indizes haben wir relativ genau aufgedröselt. Ja, einige, zwei Short-Positionen hier. Ähm, und dann schauen wir mal, wie sich diese entwickeln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.